Oh, hier schwimmen noch Fische. Ich kann euch was demonstrieren. Moment. So. Fisch ist tot. Wow. Neue Gegner, weil es Nacht ist. Und sie lassen eine neue Waffe fallen. Wow. Eine neue Waffe fallen. Und zwar ihre Arme. Die bewegen sich sogar noch. Nicht sehr lecker. So. Letztendlich kann ich sagen, ich bin jetzt an der Zitadelle der Zeit. Und danke für den Holzpfeil. Deswegen werde ich da jetzt auch mal reingehen. Mir egal, ob ich gerade verfolgt werde. Oh. Oh, sie leuchtet. Die Statue der Göttin, sie leuchtet. Was geschieht? Du leuchtest nicht mehr. Beten. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren. Du scheinst vier Zeichen der Bewährung zu besitzen. Für vier Zeichen der Bewährung kann ich dir eine neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Ich erbitte Herzen, ich erbitte Ausdauer. Ja, das wusste ich, dass es das gibt. Oder dass das so ist. Ich werde Herzen nehmen. Ich kann euch sagen, man kann es irgendwo umtauschen. Ich weiß aber nicht wo. Ich weiß nur, dass man es umtauschen kann irgendwo. Und da ich mir nicht sicher bin, dass ich den Platz finde, werde ich erstmal Herzen nehmen. Für eine ganz schöne Weile, vermutlich. Ich erbitte Herzen. Du möchtest einen zusätzlichen Herzcontainer? Ja. So sei es. Mir werden vier Zeichen abgezogen und der sieht aus wie ein Skyward Sword. Lel. Naja, kein Wunder, ich. Göttin ist auch aus Skyward Sword. Der Sound. Im Klavier. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfungen besteht. Er erhöht die Maximalanzahl deiner Herzen. Sorry, schluck auf. Es gibt 120 Schreine. 120 durch 4 ergibt 30, nicht wahr? Heißt 30 Herzcontainer. Kann man dann 33 bekommen oder muss man die letzten drei als Ausdauer nehmen? Das ist die Frage. Wow, ein neues Herz. Endlich. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Ich versuche es. Alter Mann. Oh, sein Geist. Der Segen der Göttin scheint dich tatsächlich ein gutes Stück stärker gemacht zu haben. Hier bin ich, komm hoch zu mir. Okay, dann gehe ich mal hoch. Hier ist die Leiter gewesen, ja genau. Dann hoch, jump, 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 jump. Auf der Leiter regeneriert man, also von daher kann ich hier jumpen wie ein Wilder. So. Wo bist du? Alter Mann. Es ist eigentlich ganz schön creepy. Wir sind hier alleine auf einem Plateau mit einem alten Mann. Der auch noch ein Geist ist jetzt. Wir haben ihn getötet. Haben wir ihn getötet? Du hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Er hat Voice Acting. König Roam, letzter König von Hyrule. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Der Satz kam im Trailer vor.
der Letzte. Die Verheerung Ganon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. Vier Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. What? Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Okay. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bandschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden vier vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den fünf Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln, so glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Alter, sieht das genial aus. Er hat die Wächter korrupt gemacht. Oder? Er trat aus den Tiefen und das Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die vier Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Ganon zerstört. Doch die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Die Stimme ist Zelda. Und das waren, glaube ich, 10, die man im Trailer gesehen hat. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du. Du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie. Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Ganons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt, kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die vier Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt.
Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeig es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Waise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Shika-Steins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Wieso ist es dunkel? Nimm schon, das Parasegel wie versprochen. Das Parasegel hat dir der König von Hyrule auf dem vergessenen Plateau überlassen. Drücke in der Luft X, um zu gleiten. Das ist jetzt halt insofern ärgerlich, weil ich wollte euch abstimmen lassen, wohin wir gehen als nächstes. Nun kannst du von den steilen Klippen dieses Plateaus ohne Furcht nach unten gleiten. Alles, was ich weiß, habe ich dir gesagt. Meine ganze Hoffnung ruht auf dir, Link. Ich glaube, im Hintergrund hat man oft einige... Och, das besiege Ganon, wenn es nicht mehr ist. Impa die Weiße. Noch was? Ich glaube, im Hintergrund hat man einige alte Titel gehört von der Serie. Ich glaube, ich werde, wenn ich es weiß, einblenden, was man da gerade hört. Unten links, ganz dezent. Ist jetzt echt schwer, ne? Soll ich die Abstimmung machen? Nee. Also vorerst nee. Wir warten mal ab. Wir machen jetzt das, was das Spiel uns sagt, erstmal. Und je nachdem, was dann kommt. Vielleicht kommt ja dann, hey, jetzt kannst du dort hingehen und was weiß ich. Und man wird nicht direkt in eine Richtung weitergeleitet. Dann werde ich diese Abstimmung machen, definitiv. Ansonsten würde ich sagen... wo ist denn die Markierung? Ach du Heilige. Ganz da hinten. Vor allen Dingen, schaut euch das mal an, ne? Dieses kleine Ding. Und so groß ist es. So, die Markierung kann ich eigentlich auch löschen. Und die Markierung auch. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Das war jetzt sehr spannend. Und sehr aufklärend und sehr interessant, ja. Und jetzt weiß ich vielleicht auch, warum Zelda Breath of the Wild so krasse Bewertungen bekommen hat, weil das sah schon mal sehr gut aus. Jetzt muss ich hier vielleicht von hier aus noch erstmal den Turm finden für diese Region, aber... Nun. Ah! Ist er das? Sieht gut aus, ne? Hier ist also unser Waypoint. Schauen wir auf der Karte. Ja. Gut, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Wir machen uns dann auf den Weg zu diesem Turm. Bis dahin, haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Anonymimus.